Ich bin hier heute mit Dirk Hollerbach, Jungunternehmer in der Holzverarbeitung, und er ist total passioniert in dem, was er tut, und hat auch die perfekte Kluft hier dabei. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf der Videokamera, und ja, wir sind hier im Moment an einem Ort, wo der Dirk auch seine Sachen teilweise gelagert hat, kleine Sachen, um Versuchsprojekte zu starten. Jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen, was du so vorhast in näherer Zukunft und wie du dein Holz hier lagerst. Also das ist jetzt einfach das Holz, was im Winter geschlagen wurde. Das hätte seine Zeit gehabt zum ein bisschen reifen. Und das wurde jetzt aufgesägt im Sägewerk und liegt jetzt hier die nächsten Jahre, dass es schön durchtrocknen kann, dass man es dann nachher im Möbelbau verwenden kann und dadurch den Menschen wieder zur Verfügung stellen kann. Also ich sehe hier auch, du hast so die kleinen Scheite da immer dazwischen. Weswegen machst du das? Damit mehr Luft reinkommt, damit es besser trocknet? Genau, die Abstände hier zwischendrin, das ist einfach dafür, dass die Luft durchzirkulieren kann, dass es halt einfach schonend trocknen kann. Aber einfach auch dieser Zwischenraum, der ist halt einfach wichtig, dass diese Feuchtigkeit abtransportiert werden kann. Genau. Und die Rinde lässt du erstmal dran. Wann wird die abgemacht? Die Rinde ist zum Teil schon weg, aber noch nicht überall. Das ist immer so gleich ein bisschen von Baum zu Baum ein wenig unterschiedlich. Wann man sie wegmacht, am besten ist natürlich, wenn man sie gleich kurz bevor man sie ins Sägewerk bringt, dass sie da weg ist. Da hätte der Baum einfach gleich ein bisschen mehr Freiheit zum Atmen, dass das Wasser auch schneller rauskommt. Die Rinde ist ja meistens ein wenig dichter. Und du arbeitest auch gerne mit Holz, ohne jetzt zusätzliche Komponenten noch zu verwenden, also möglichst wenig Kleber und alles ganz natürlich. Genau, das ist das eigentlich, wo es hinführen soll, dass man das Holz möglichst schadstofffrei wieder verarbeitet, dass man in der Kreislaufwirtschaft drinne bleibt, dass man kein Müll draus herstellt, wenn man mit viel Lack wieder drüber geht, sondern dass man das auch die Leime irgendwie wieder verwendet, dass man das einfach möglichst schadstofffrei verarbeitet, so dass man es, nachdem es der Verwendungszweck vorbei ist, bei einem bestimmten Kunde oder daheim, oder dass das Bett zu klein wird, oder dass man da einfach wieder was Neues draus bauen kann, ohne dass man das entsorgen muss und dadurch für die Umwelt wieder große Schäde hervorruft. Ja, Recycling wird ja auch eigentlich immer wichtiger, das Thema heute, und man hört es eigentlich auch immer mehr, da wird immer mehr Wert drauf gelegt, auch solche Projekte anzusteuern. Ja. Hast du sonst noch irgendwas, was du jetzt zu deinen Sachen erzählen kannst, zum Beispiel auch, was du als nächstes Mal für dich jetzt bauen möchtest, an Möbelstücken? Also das Nächste, ich bin privat gerade einfach viel am Umbau, da wird ziemlich viel mit dem Holz im Innenausbau gearbeitet. Ja, da wird eigentlich alles von Wandverkleidungen bis Treppe und Böde, Möbel, wird alles möglichst aus Massivholz hergestellt. So dass man einfach den Wald und die Natur möglichst wieder zu den Menschen in die Wohnung reinbringen kann. Genau. Ja, wo du gerade sagst, Wandverkleidung, wir haben uns letztens auch mal unterhalten über die Isolationen von Häusern. Da habe ich eben verschiedene Varianten gehört, wie man das machen kann, unter anderem mit Styropor. Und ja, da sind wir auf das Thema gekommen, wie umweltschädigend das eigentlich ist. Und du hast gesagt, Holz ist viel besser, weil man eben auch dann hinterher für die nächste Generation nicht die ganzen Recycling-Sachen wieder hat oder beziehungsweise Entsorgungsprobleme hat. Möchtest du dazu nochmal was sagen, die Vorteile, wenn man mit Holz isoliert? Also vielleicht erste Nachteile vom Styropor, man kann es eigentlich nicht mehr, also diese Menge, die im Moment verbaut wird in den neubauten Betonbunker, die kann man eigentlich nicht mehr recyceln, oder das ist einfach irgendwann ein riesengroßes Entsorgungsproblem, was auf uns zukommt. Und mittlerweile ist man eigentlich so weit, dass man die Holzbaute oder die Holzhäuser so perfektioniert hat oder das System so weit vorangetrieben hat, dass man sehr viel mehr mit Holz verbauen kann, ohne dass ein großes Müllproblem entsteht, sodass man wieder in dieser Kreislaufwirtschaft drinnen bleibt. Und die Isolationswerte sind zum Teil von Holzhäusern enorm viel besser wie von den anscheinend modernen Häusern mit dem Vollwärmeschutz außer drauf.
Ja, das ist echt erstaunlich. Also das glaubt jetzt ein Laie eigentlich gar nicht, oder da denkt man vielleicht gar nicht so drüber nach. Du hast mir auch gesagt, dass du gerne mit Holz arbeitest, was eben nicht behandelt ist, nicht gestrichen ist. Und da hast du mir gesagt, wenn du insbesondere im Außenbereich Holz verwendest, was gestrichen ist, dass das hinterher immer anfälliger ist, als wenn du vorher gar nichts mitmachst. Genau. Magst du da noch was zu erzählen? Es ist einfach so, wenn man meint, man kann Holz konservieren, indem man es streicht oder mit irgendwas behandelt, dann ist es einfach so, dass wie eine Kunststoffschicht, wie eine Plastikfolie außenrum gelegt wird. Mhm. Und diese Kunststoffschicht, die wird aber zu 100% reißen. Da kann dann Wasser eindringen, gerade im Außenbereich. Und es ist dann wie hinter einer Plastikfolie und kann nicht mehr raus. Mhm. Und dann gammelt das Holz, dann schimmelt es, dann verfault. Und somit muss man dann entweder sehr schnell diesen Holzschutz erneuern, was halt auch wieder extrem Aufwand ist, oder man kontaminiert das Holz immer mehr. Mhm. Oder man lässt halt einfach den Holzschutz weg und probiert ein klein bisschen mehr mit einem konstruktiven Holzschutz zu arbeiten. Also dass man das Holz jetzt ein bisschen mehr unter Vorsprüngen, Dachvorsprünge oder sowas vergrößert, mhm. sodass weniger Schlagregen direkt dran kann und dann einfach, dass das Wasser rein, aber auch wieder raus kann. Das ist eigentlich viel sinnvoller, wie dass man meint, man sperrt das Holz lieber ab, mhm. und glaubt dann, man kann so das Holz konservieren, das funktioniert meistens nicht. Mhm. Ja, es wundert mich nur, wenn ich dann heute so mal um mich schaue, wie viel Holz eigentlich gestrichen ist, wenn es im Außenbereich verwendet wird und wie viel eigentlich naturbelassen ist. Richtig, ja. Ja, danke dir, Dirk. Also wenn ich jetzt hier stehe und ich rieche schon alleine dieses Holz, wie es gelagert wird, ist ein ganz toller Bereich, den du dir da ausgesucht hast, um aktiv zu werden. Alles Gute für dich. Dankeschön.